Wer privat etwas verkaufen möchte oder eine Dienstleistung anbieten möchte, stellt sich natürlich die Frage, Rechnung schreiben ohne Gewerbe, ist das überhaupt möglich? Und wenn ja, wie mache ich das? Diese Frage und mehr klären wir heute in diesem Video. Hey, mein Name ist Martin und auf diesem Kanal versorgen wir dich mit Informationen rund um das Thema Finanzen, Buchhaltung und alles, was die Selbstständigkeit mit sich bringt. Starten wir mit der Frage, was ist der Unterschied zwischen einer Rechnung und einer Quittung? Grundsätzlich handelt es sich bei einer Rechnung um ein Dokument, dessen Inhalt sich auf eine Lieferung oder sonstige Leistung bezieht. Eine Rechnung benennt eine Forderung, dabei spielt es keine Rolle, welche Bezeichnung dieses Papier im Geschäftsverkehr trägt. Die Quittung oder auch Beleg hingegen ist die Bestätigung für den Erhalt einer Leistung. Sie dient einem Schuldner als Beweis, dass er dir zur Leistung gehörig Forderungen, die sich aus einem wechselseitigen Schuldenverhältnis ergibt, beglichen hat. Vereinfacht ausgedrückt stellt die Rechnung die Forderung dar, währenddessen die Quittung der Nachweis für den Ausgleich dieser Forderung ist, also der Beweis für die Zahlung. Was sind die Mindestanforderungen einer Rechnung? Das Datum der Rechnungsstellung? Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung? Die Menge bzw. die Art und der Umfang der erbrachten Dienstleistung? Und der richtige Steuersatz. Zudem müssen juristische Personen, Selbstständige und Freiberufler zwischen Bruttorechnungsbeträgen unter 250 Euro und darüber unterscheiden. Bezieht sich die Rechnung auf einen Verkauf oder eine Leistung mit einem Bruttorechnungsbetrag über 250 Euro, verpflichtet der Gesetzgeber um weitere Angaben. Wenn du mehr über die zusätzlichen Angaben und das Thema Rechnungsschreiben sehen möchtest, verlinken wir dir hier oder hier unser Video, in dem wir uns ausschließlich mit der Rechnungserstellung befassen. Zusätzlich kannst du die Informationen auch auf unserem Blog nachlesen. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung, wie auch alles andere. Was unterscheidet jetzt eine Privatrechnung von einer Gewerberechnung? Privatrechnungen unterscheiden sich vom Grundsatz her kaum von einer Gewerberechnung. Wenn du eine Privatrechnung schreibst ohne Gewerbe, entfallen die Angaben zu den Steuersätzen, die Unterscheidungen zwischen einem Zahlungsbetrag unter und über 250 Euro sowie die Pflichtangaben bei einer gewerblichen Rechnung über 250 Euro brutto. Das bedeutet, folgende Informationen müssen auf eine Privatrechnung drauf: die vollständige Adresse des Rechnungsstellers, das Datum der Rechnungsstellung, die Bezeichnung der Ware oder gelieferten Dienstleistung, die Menge bzw. die Art und der Umfang der gelieferten Ware oder Dienstleistung. Und ganz wichtig, der Hinweis, dass es sich hier um einen Privatverkauf handelt. Sinnvollerweise sollte sich natürlich auch das Zahlungsziel und die Bankverbindung auf der Rechnung befinden. Wenn dir das Video gefällt, dann klick doch mal auf den Daumen nach oben, lasst auf jeden Fall ein Like da und drück auf die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Der größte Unterschied besteht also darin, dass du keinen Steuersatz angibst, beziehungsweise du darfst auch keinen Steuersatz angeben. Falls du das doch tust, würdest du dem Finanzamt die auf der Rechnung enthaltenen Umsatzsteuer schulden. Und das möchtest du auf keinen Fall. Allerdings zahlen demnach auch Freiberufler oder Gewerbetreibende nicht immer Steuern. Dies ist von der Höhe der Rechnungssumme bzw. der Jahreseinnahmen abhängig. Im Gegensatz zu Freiberuflern und Selbstständigen spielt die Höhe des Rechnungsbetrags bei Privatpersonen keine Rolle. Auf der Privatrechnung muss also ein Hinweis erfolgen, dass es sich um eine Privatrechnung handelt. Hierfür reicht ein Vermerk völlig aus, beispielsweise im folgenden Wortlaut: bei der vorliegenden Lieferung der erbrachten Leistung handelt es sich um privat durchgeführte Arbeiten. Nach der Kleinunternehmerregelung § 19 USTG entfällt die Verrechnung der Umsatzsteuer. Was ist also mit einer Privatrechnung möglich? Schreibt eine Privatperson eine Rechnung, wird diese immer als Privatrechnung gehandhabt. Dabei ist es für den Status irrelevant, ob du für den Verkauf eines Buches, eine Rechnung ohne Gewerbe als Student, eine Hochrechnung ohne Gewerbe für eine Dienstleistung oder eine Standardrechnung ohne Gewerbe für geringfügige Tätigkeiten schreibst. Wann sich eine private Rechnung in eine gewerbliche Rechnung umwandelt, hängt nicht von der Rechnungshöhe, sondern von anderen Faktoren ab. Der einmalige Verkauf beispielsweise von einem gebrauchten VW Golf für 14.000 Euro oder gebrauchte Ferrari für 130.000 Euro ist keine Grundlage, dich als Gewerbetreibender oder Freiberufler einzustufen. Prinzipiell können Privatrechnungen in beliebigem Umfang und in beliebiger Höhe ausgestellt werden. Gefährlich wird es nur dann, wenn der Verkäufer die Angabe dieser Einnahme bei einer Steuererklärung vergisst. Die Grenze zwischen dem legalen Verkauf und versuchter Steuerhinterziehung ist fließend. Ganz wichtig zu wissen: Geldeingänge oder Abhebungen von mehr als 9.999 Euro brutto müssen Banken der zuständigen Finanzbehörde melden. Dadurch erfährt das Finanzamt, ob Beiträge von mehr als 10.000 Euro bewegt wurden. Besonders kritisch wird es, wenn du als Handwerker eine Rechnung selbst schreibst und diese nicht bei der Steuer angibst. Der Zoll, der für das Thema illegale Arbeit und Verstöße gegen die Sozialversicherungspflicht zuständig ist, wertet beim Finanzamt nicht angegebene Rechnungen als versuchte Schwarzarbeit mit entsprechender rechtlicher Ahndung. Wenn du in der Steuererklärung Handwerksrechnungen absetzen möchtest, ist es entscheidend, dass du diese mittels Überweisungen bezahlst. Wir verlinken dir hier nochmal unseren Blog, der sich nochmal ausführlich mit dem Thema Handwerksrechnungen auseinandersetzt. Wie sieht es mit Wiederholungsrechnungen aus? Den Charakter einer
gewerblichen Tätigkeit unterstellen die Behörden immer dann, wenn es sich um eine wiederkehrende Rechnung handelt. Wer zum Beispiel alle Gegenstände aus einer Hausratsauflösung mit Rechnungen an verschiedene Personen verkauft, den stuft das Finanzamt schnell als gewerblicher Verkäufer ein. Um die daraus resultierenden Folgen abzuwenden, muss der Betroffene nachweisen, dass es ein einmaliges Ergebnis war. Auch wer zweimal pro Jahr auf Rechnung den Rasen des Nachbarns mäht, gilt häufig als Gewerbetreibender. Sowohl für Gewerbetreibende als auch Freiberufler fallen Einkommensteuer sowie Angaben zur Sozialversicherung an. Umsatzsteuerpflichtig wird der neue Gewerbetreibende nur dann oder Freiberufler, wenn er bei seiner Anmeldung beim Finanzamt statt der Kleinunternehmerregelung die Umsatzsteuerpflicht wählt oder seine Einkünfte mehr als 17.500 Euro pro Jahr betragen. Gibt es Freibeträge? Das Finanzamt erkennt eine Reihe von Freibeträgen an, sodass bis zum Erreichen der Höchstbeträge die Verkäufe und Leistungen steuerfrei bleiben. So dürfen beispielsweise Übungsleiter bis zu 2.400 Euro pro Jahr verdienen, sofern sie ihre Tätigkeit bei einer öffentlich-rechtlichen oder gemeinnützigen Organisation ausüben. Der Freibetrag für ehrenamtliche Tätigkeit, zum Beispiel in einer Jugendherberge oder einem Verein oder einer Behindertenwerkstatt, liegt bei 720 Euro pro Jahr. Bei Lieferungen und Leistungen sagt das Einkommensteuergesetz: Gewinne bleiben steuerfrei, wenn der aus der privat veräußerten Geschäften erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 600 Euro betragen hat. Wann wird also aus einer privaten Tätigkeit eine gewerbliche Tätigkeit? Wer einmalig eine Rechnung schreibt ohne Gewerbe oder ab und zu auf Rechnung arbeitet ohne Gewerbeschein bzw. eine Rechnung schreibt ohne Gewerbeanmeldung, macht sich nicht zwangsweise wegen Schwarzarbeit oder versuchter Steuerhinterziehung strafbar. Allerdings darf die Tätigkeit ohne den Besitz einer entsprechenden Erlaubnis nicht in einem erlaubnispflichtigen oder zulassungspflichtigen Bereich ausgeübt werden. Unter den Begriff zulassungspflichtige Berufe fallen Handwerksberufe wie Dachdecker, Stuckateure, Schornsteinfeger. Erlaubnispflichtig ist zum Beispiel die Arbeit als Immobilienmakler oder Aktionär. Zurück zur Frage am Anfang: Rechnung schreiben ohne Gewerbe? Wer auf Rechnung arbeitet ohne Gewerbe, fragt sich häufig, ob er überhaupt ohne Gewerbeschein Rechnungen schreiben darf oder ob er sich damit strafbar macht. Die Antwort lautet in diesem Fall jein. Handelt es sich um eine einmalige Tätigkeit, zum Beispiel als Helfer bei einer Veranstaltung, stellt es kein Problem dar. Wird daraus jedoch mehr, muss ein Gewerbe angemeldet werden. Es kann durchaus sein, dass das Finanzamt bereits durch das Erstellen einer zweiten Rechnung für eine ähnliche Tätigkeit innerhalb desselben Jahres eine gewerbliche Berufsausübung sieht. Ob dabei der Freibetrag von 600 Euro erreicht wird, besitzt für die Tatsache der Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit im ersten Schritt keine Relevanz. Beim Verkauf von Objekten sieht es ähnlich aus. Wenn du dein Auto privat verkaufst und eine Rechnung dafür ausstellst, musst du dir keine Sorgen machen. Solltest du jedoch wöchentlich Autos verkaufen und kaufen, handelt es sich nicht mehr um einen Privatverkauf. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg beim Schreiben einer privaten Rechnung. Hier links und rechts findest du weitere Videos von uns. Lass uns ein Like da und drück auf die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Und schreib uns in die Kommentare, zu welchem Thema wir unser nächstes Video drehen sollen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.